Jo, hallo und herzlich willkommen im Moor. Ich krieg's ums Verrecken jetzt mit der Kamera nicht anders hin, als dass er jetzt die Belichtung auf den hellen Hintergrund anpasst. Das heißt, ich bin leider dunkel. Ja, dafür haben wir jetzt einen sehr schönen Hintergrund. Tada! Der Wilde See, Wildsee, Entschuldigung, der Wilde See ist das andere Ding. Das ist das Problem. Man verwechselt diese beiden Seen ganz gerne mal, die wir hier im Schwarzwald eben haben. Wir haben einmal den Wildsee, der Moorsee da, und wir haben den Wilden See, der Kaarsee am, im Nationalpark. Das Ding, nicht Nationalpark, aber krasses Naturschutzgebiet, völlig zu Recht. Aber das waren jetzt nur so kleine Randinformationen. Eigentlich wollte ich nur schnell Survival-Baumwissen machen. Und zwar die Birke zur Bestimmung. Will ich in dieser Reihe ja eh nichts sagen. Bei Birke ist es aber nun wirklich popeleinfach. Das ist halt die eine Baumart mit der weißen Rinde. Gibt es nichts anderes, gibt es keine Alternativen. Problem auch schon gelöst bei der Bestimmungsfrage. Kommen wir kurz zur Verbreitungsfrage. Das ist auch recht einfach zu klären. Birke steht vorzugsweise da, wo alles andere nicht stehen will. Birke ist überhaupt nicht konkurrenzkräftig, kann sich gegen nichts anderes durchsetzen und deswegen ist sie da zu finden, wo die anderen einfach nicht sind. Wir finden sie also gerne mal an Waldrändern, auf irgendwelchen Flächen, die sehr schlecht für Waldwachstum geeignet sind, auf ehemaligen Sturmwurfflächen, wo der Wald Schwierigkeiten hat, wieder neu hochzuwachsen, kommt als allererstes mal die Birke als typischer Pionierbaum. Es gibt Trockenbirken und es gibt wieder nasse Birken. Das hier ist eine Moorbirke, die gehört zu der Kategorie nasse Birke, logischerweise. Ist dann eben entsprechend auch im Moor sehr gerne entsprechend anzufinden. Also typischer Birkenstandort Moore, wenn ihr gerade eins um die Ecke habt, werdet ihr auch Birken finden, von denen ihr bitte die Finger lasst, weil die unter Naturschutz stehen. Aber jedenfalls, das wäre so ein typischer Standort. Auch Sandböden, sehr wasserdurchlässige Sandböden, die damit automatisch immer trocken sind, sind typische Birkenstandorte. Man kann fast in jedem Wald irgendwo mal irgendwie vereinzelt noch mal irgendein Birkchen finden. Manchmal, je nachdem, wo man unterwegs ist, muss man lange suchen. Manchmal, je nachdem, wo man unterwegs ist, muss man auch überhaupt nicht suchen, weil alles voller Birken ist. Diese beiden Fälle gibt's. Was es selten gibt, ist so mittelmäßig viele Birken, weil wo sie nicht hin soll, da wird sie auch meistens nicht toleriert forstlich und ist deshalb eher recht selten und vereinzelt anzutreffen. Ne? Gut. Birkenholz. Birkenholz hat aus meiner Sicht eine schöne Eigenschaft, nämlich es enthält keinerlei Geschmacksstoffe in Anführungszeichen. Wenn wir also uns irgendein Kochgerät aus Birkenholz machen, eine Essschüssel oder ähnliches, dann können wir ziemlich sicher sein, dass das nicht seltsam schmeckt, unser Essen da drin, also nicht nach Birke schmeckt. Es gibt Hölzer, bei denen ist das anders. Ansonsten ist Birkenholz von sämtlichen Holzeigenschaften so ungefähr mittel. Ziemliches Durchschnittsholz, ist jetzt nicht ausgesprochen leicht, ist auch nicht ausgesprochen weich, ist aber auch nicht hart und nicht besonders schwer. Irgendwo dazwischen, es eignet sich deshalb gut als Brennholz, es brennt gut an, gerade eben, weil auch im Holz selber noch ein geringfügiger Anteil manchmal von eben dieser harzig-öligen Substanz, die sich Betulin nennt, die für die brennbare Birkenrinde zuständig ist, enthalten ist, bildet nicht besonders viel Glut. Aber auch nicht keine, ist also ein völliges Durchschnittsholz. Für Schnitzarbeiten sehr gut geeignet, geringe Werkzeugabnutzung, gute Bearbeitbarkeit, recht lange Haltbarkeit. Aufpassen muss man, dass man es trocken lagert bzw. gerne einölt, wenn man Öl zur Verfügung hat, weil sonst kommt ganz schnell der Pilz und geht entsprechend rein und dann ist es auch ganz schnell nicht mehr dauerhaft bzw. verrottet dann schnell und wird porös. Ja, das war's im Wesentlichen auch schon zum Holz. Die Birke zeichnet sich jetzt durch ihre zahlreichen anderen Eigenschaften ab. Bekanntlicherweise, und das muss ich wirklich niemandem mehr erzählen, kann man Birkenrinde wunderbar als Zunder verwenden. Grund ist Betulin drin. Das ist ein ätherisches Öl, das sehr leicht entflammbar ist, das auch relativ lange brennt. Relativ rußend allerdings auch verbrennt, ist eine weitere Anwendung. Und ja, Birkenrinde, toller Zunder. Man kann sich Birkenrinde auch in großen Stücken vom Baum schälen, aber nur, wenn wirklich die Zombies hinter euch her sind. Das macht den Baum kaputt. Das ist also wirklich eine einmalige Methode, das Zeug zu ernten. Man kann es natürlich auch von toten Bäumen, die am Boden liegen, nehmen. Da wird die Rinde aber sehr schnell qualitativ deutlich schlechter. Die hebt dann weniger lange, die eignet sich weniger gut, um damit
irgendwelche Gefäße herzustellen, sind wir also wirklich in einer Survival-Situation, aber auch nur dann. Und es geht um Leben oder Tod und wir müssen halt irgendwie aus der Natur überleben. Oder lasst euch was anderes einfallen, wo es aus eurer Sicht gerechtfertigt ist, Bäume zu killen, damit ihr euch daraus was Schönes herstellen könnt. Dann würde ich schon empfehlen, in so einer Situation Birken, Rinden, Gegenstände, einen Birkenrindenhut, das gibt es tatsächlich, hat man schon gefunden aus der frühen Eisenzeit, Birkenrindenhüte, Birkenrindenschuhe, Birkenrindenkörbe, Birkenrindengefäße, Birkenrindenkörbchen, Tassen, Becher, kann man alles herstellen. Man muss halt wirklich gucken, dass man frische Birkenrinde dann direkt vom Baum nimmt. Ist auch dann egal, wenn man sowieso vorhat, den Baum zu fällen. Da wir ja gerade von einer enormen Ausnahmesituation ausgehen, fällen wir dann natürlich auch Bäume, darf man ja sonst so auch nicht. Ne? Nur zum Wissen halt. Nicht zum Machen, sondern zum Wissen, falls man es doch mal machen muss. Des Weiteren, Birkenrinde lässt sich zu Birkenteer und Birkenöl entsprechend verarbeiten. Birkenteer funktioniert einfach so, dass man eine Dose nimmt, irgendeine Blechdose nach Möglichkeit, macht oben ins Deckelchen ein Loch, schmeißt da ganz viel Birkenrinde rein und stellt diese Dose dann mit der Birkenrinde ins Feuer, in die Glut, lässt sie da lange stehen. Die Birkenrinde wird dann pyrolytisch leicht verkohlen, nicht ganz pyrolytisch, sondern schon noch mit ein bisschen Sauerstoffzufuhr, weil es ist ja ein Loch oben in der Dose. Was dabei rauskommt, sollte dann eine schwarze, klebrige Masse sein, ziemlich hartes Zeug und nicht sehr flüssig. Die meisten Leute, die eigentlich Birkenrindenöl herstellen wollen, also Birkenpech, wie es auch genannt wird, kriegen das nicht hin und produzieren automatisch Birkenteer, obwohl sie Birkenpech haben wollten. Birkenpech, also die dünnflüssige, vergleichsweise dünnflüssige Variante der Auszüge aus der Birkenrinde, stellt man so her, dass man eben kein Loch oben in die Dose macht. Man nimmt auch nicht einfach eine geschlossene Dose, sondern man nimmt eine Dose und macht unten rein ein Loch auf die Unterseite und stellt eine weitere Dose unten drunter. Dann stellt man beides zusammen in ein entsprechend hohes Feuer. Das muss auch funktionieren. Dann schmilzt quasi in der oberen Dose die ätherischen Ölbestandteile aus der Birkenrinde, schmelzen raus, laufen durch das Loch in der oberen Dose in die untere Dose. Und die kriegt nach Möglichkeit deutlich weniger Feuer ab, weil sonst verbrennt euch das Zeug da drin auch schon wieder. Und in der Dose sammelt sich's dann. Oder ihr nehmt als unteres Gefäß irgendwas, was nicht so heiß wird. Zum Beispiel ein Tongefäß oder irgendwie sowas. Das wäre auch nochmal so eine Option. Oder lasst euch irgendwas einfallen. Aber das ist jedenfalls die Möglichkeit, wie man auch an Birkenpech rankommen kann. Die andere Variante, die eben viele Bushcrafter auch schon ausprobiert haben, bringt nur Birkenpech zum Vorschein. Birkenpech ist ein mobiler Zunder, kann, wenn es noch ein bisschen flüssig ist, beziehungsweise wenn man es flüssig macht, kann es als Klebstoff verwendet werden, kann zum Abdichten zum Beispiel von selbst aufblasenden Isomatten verwendet werden, kann zum Abdichten von Schlauchbooten oder Ähnlichem verwendet werden oder wenn man halt irgendwas festkleben kann. Birkenöl, ähnliche Funktionen, kann auch als Lampenölersatz verwendet werden. Vielleicht kann man es sogar in einem Multifuel-Brenner verbrennen, ich weiß es nicht. Ein Versuch wäre es mal wert, wäre ganz spannend. Das sind so die Anwendungsmöglichkeiten. Medizinische Nutzungen sagt man der Birke auch nach, insbesondere so ein Birkenblättertee soll harntreibend wirken. Es wirkt ein Ausguss von Birkenblättern angeblich auch ein wenig entzündungshemmend. Da gibt es aber dann wiederum bessere Pflanzen. Wenn man gar nichts anderes da hat und jetzt im Birkenwald sitzt und natürlich dann nichts Besseres zur Verfügung hat, kann man es ja mal versuchen. Entzündungshemmend für oberflächliche Anwendung. Wichtig, oberflächliche Anwendung. Nicht auf irgendwelche tiefen eiternden Wunden tun. Das richtet mehr Schaden an, als dass es hilft. Aber irgendwelche kleinen Abschürfungen, Insektenstiche oder Ähnliches kann man ja mal ausprobieren. Wenn man sich einbildet, dass es hilft, dann geht es einem ja auch automatisch gleich schon besser. Ja, das wäre die Birke. Die wesentlichen Anwendungsbeispiele. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht mehr ein. Nicht hier im Kurzvideo. Ich habe zur Birke ein ganz, ganz langes Video gemacht. Das werde ich euch noch verlinken. Und hier nochmal das Moor. Ah, ist ein toller Ort hier. Ist wirklich ein toller Ort. Hätte nicht sein müssen, dass ich jetzt das Video hier drehe, aber ich bin sowieso gerade da. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.